Jetzt haben sich die Grünen wirklich komplett blamiert und Ricarda Lang hat wirklich mal einen riesigen Shitstorm ausgelöst, weil aus ihrer Partei nun die Forderung, ja, rausgekommen ist, man brauche eine Taskforce, um die Demokratie zu retten. Ja, anscheinend, weil ihnen die Wahlergebnisse nicht passen, brauchen sie jetzt eine Demokratie-Taskforce. Da muss man sich schon wirklich mal fragen, wer ist hier die Gefahr für die Demokratie? Die, wo immer sagen, wir kümmern uns um die Demokratie, wir müssen die Demokratie retten, aber im gleichen Moment irgendwie die Wahlergebnisse nicht akzeptieren können. Ansonsten, anders ist es wirklich nicht zu erklären. Das zeigt nochmal wieder, wenn Parteien wie die Grünen ja ihre Posten alle verlieren, dann klammern sie sich wie so ein Klammeräffchen an ihre Macht.